Am Montag war ich im Allgäu in Sonthofen beim Industriebetrieb Voith, der von Schließung bedroht ist. 500 Beschäftigte könnten dort ihren Arbeitsplatz verlieren und das in Zeiten von Corona-Krise, wo Millionen von Menschen von Kurzarbeit und Entlassungen bedroht sind. Der Grund dafür? Die Unternehmensleitung will den Standort verlagern und noch mehr Profite machen. Und das, obwohl sie letztes Jahr einen Umsatz von 100 Millionen Euro und einen Gewinn vor Steuern von 7 Millionen Euro hatten. Gegen die geplante Werksschließung sind die Beschäftigten seit dem 24. April in den unbefristeten Streik getreten. Die Streikteilnahme liegt bei 100% und wie das aussieht, zeigt uns jetzt der Sekretär der IG Metall. Hallo, mein Name ist Sebastian Hornung. Ich bin Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall Allgäu und wir bestreiken gerade das Voith-Werk in Sonthofen. Wie ist es zu diesem Streik gekommen? Die Geschäftsführung hat vor einem halben Jahr inzwischen verkündet, dass sie das Werk schließen möchten und haben seitdem alle Bemühungen vom Betriebsrat, von der Gewerkschaft, von uns als IG Metall ignoriert, hier zu einer gütlichen Lösung zu kommen, das Werk zu erhalten. Wir haben gute Vorschläge, wir haben Alternativkonzepte auf den Tisch gelegt. Die Geschäftsführung hat alles komplett ignoriert. Und deswegen sind wir jetzt in den Arbeitskampf gegangen um einen Sozialtarifvertrag. Die Geschäftsführung will hier ohne Not in einem wirtschaftlichen, stabilen Werk 500 Arbeitsplätze vernichten. Und wir stehen als Gewerkschafter da traditionell dagegen. LKW aufs Werk gefahren, Schwertransporter, die die Material abtransportieren wollten, die Teile abtransportieren möchten. Und die Beschäftigten haben davon wohl Wind bekommen, haben das natürlich gemerkt. Und in Streikzeiten sind Beschäftigte tendenziell eher nervös. Deswegen haben sich sehr viele Beschäftigte gerade auf dem Parkplatz eingefunden und haben sehr katastrophal vor diesem Werk geparkt, sodass ein Knoten, ein Knödel entstanden ist, ein Corona-Autoknödel, der sich wohl so schnell nicht lösen lässt. Es ist unbedingt notwendig, dass alle Jobs erhalten bleiben. Deswegen sollten die Beschäftigten bei den Verhandlungen dabei sein und über alle Ergebnisse abstimmen. Wenn sich die Geschäftsführung hier in Sonthofen mit der Schließung des Werkes durchsetzt, dann wird das auch andere Unternehmen ermutigen, ihre Leute zu feuern und Werke dicht zu machen. Aber auf der anderen Seite kann Sonthofen ein ermutigendes Beispiel für Arbeiterinnen überregional und sogar in der ganzen Welt sein, wenn sie zeigen, so verteidigt man seinen Arbeitsplatz. Und eine Kollegin aus dem Krankenhaus zeigt euch jetzt, wie echte Solidarität branchenübergreifend aussieht. Hallo, ich bin Lisa, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin aus München. Aktuell wird das Gesundheitssystem durch das Coronavirus stark belastet, doch der Trugschluss ist, das Gesundheitssystem ist nicht erst seit jetzt überlastet, sondern auch Jahre schon zuvor. Die Politik hat daraus ein Wirtschaftsunternehmen gemacht durch Einführung der Fallpauschalen und durch Privatisierungen. Auf die Politik können wir einfach nicht warten. Die Streiks von Voith zeigen uns einfach, wenn die Bosse an die Profite denken, geht das immer auf Rücken der Arbeiterinnen. Deswegen brauchen wir eine gewerkschaftliche Organisation zur Forderung, Unternehmen zu verstaatlichen und mit Kontrolle der Arbeiterinnen, weil sobald es um Profite geht, kann es einfach jeden treffen. Und deswegen solidarisiere ich mich sehr mit diesem Streik. Und wir brauchen in Zukunft mehr solidarische Kämpfe, weil wir am Ende alle das Gleiche wollen. Bis 1996 war das Werk noch ein Staatsbetrieb, der nicht auf Profitmacherei angewiesen war. Die Beschäftigten sagen zum Inhaber, Voith kann gehen, wir bleiben hier. Wäre die Verstaatlichung unter Kontrolle der Beschäftigten auch jetzt eine Perspektive, um das Werk zu retten? Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare.